Dankeschön, Dankeschön, vielen, vielen Dank. Der Applaus ist gerechtfertigt. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim heutigen Review und wir sehen uns definitiv bald wieder bei einem neuen. Ciao! Moment, Moment, Moment. Da kommt man ja tatsächlich mittlerweile schon ein bisschen durcheinander, wenn man sich Filme wie Finale anschaut, die alles andere als linear aufgebaut ist und dann selber irgendwie ein ganz lineares... Da hat man dann schnell mal jetzt der Finale Countdown im eigenen Schädel drinnen und weiß gar nicht mehr, ob man jetzt am Anfang oder am Ende steht. Eines weiß ich aber definitiv, bei der Uncut Mediabook Reihe von Pierrot Le Fou ist weder das eine noch das andere richtig. Ja? Der Film Finale ist zwar die Nummer 20, ist aber definitiv nicht das Finale der Reihe. Nein, diejenigen, die sich für die Mediabooks von Pierrot Le Fou interessieren, können sich bereits auf die Nummer 21 freuen, die für den 28. August 2020 angekündigt ist und den Film Daddy's Girl, nicht zu verwechseln mit Daddy's Little Girl, den Pierrot Le Fou bereits vor einigen Jahren im Mediabook gebracht hat, mit Saw-Darsteller Costas Mandylore bieten wird. Aber bevor wir uns diesen Film dann im August näher anschauen, beschäftigen wir uns heute einmal mit Finale, der am 5. Juni 2020 eben als Nummer 20 erscheinen wird. Der Film ist das Regiedebüt des Regisseurs Søren Juul Petersen und bietet ein sehr interessantes Konzept. Grundsätzlich haben wir hier mehr oder weniger einen Torture-Porn-Film vor uns, der es allerdings sehr gut schafft, den Zuschauer in seine Handlung zu integrieren, vor allem, weil nicht nur die schauspielerischen Leistungen der beiden weiblichen Hauptdarsteller Anne Bergfeld und Karin Michelsen als Opfer, sondern auch von Damon Younger als The Ringmaster absolut phänomenal sind. Und wir wissen ja nicht erst seit Art the Clown, Pennywise oder Donald Trump, dass Clowns absolut bösartige Individuen sind. Der Kerl, den wir hier als quasi Joker-Ersatz des Torture-Porn-Genres sehen, begrüßt uns gleich einmal am Anfang mit netten einleitenden Worten, nur um dann seinem blutigen und grausamen Treiben im weiteren Laufe des Films wirklich die Krone aufzusetzen. Finale ist ein Torture-Porn-Streifen, der meiner Meinung nach durch seine nicht-lineare Erzählweise sich sehr schön von anderen, sehr einfachen Genrevertretern abhebt, der sich vor allem auch durch das hervorragende Schauspiel, durch die meiner Meinung nach sehr gute, hochwertige Inszenierung, die meiner Meinung nach auch wirklich gut gelungene musikalische Untermalung vom einfachen Genre-Durchschnitt abhebt. Wir sehen einen mehr oder weniger spannenden Film, vor allem dann eben in seinen bösartigen Szenen, der übrigens, wenn man sich das Bonusmaterial etwas näher anschaut, auch die ein oder andere improvisierte Szene enthält, dafür allerdings gerade auch bei den bösen Momenten durch die tollen Schauspieler, durch die tolle Inszenierung auch eine tolle Wirkung auf das Publikum hat. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall darüber, dass es von diesem Film auch eine coole, limitierte Sonderauflage im deutschsprachigen Raum gibt und nicht nur das, nein, ich freue mich ganz besonders drüber, dass ich euch noch vor dem offiziellen Verkaufsstart in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check das limitierte deutsche Mediabook von Finale näher vorstellen darf. Und mit dem Cover-Artwork von Finale hat Pierrot Le Fou meiner Meinung nach ein ziemlich geniales Design gefunden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der der Meinung ist, dass The Ringmaster hier auf dem Frontcover des Mediabooks nicht doch irgendwie ein bisschen wie Joaquin Phoenix aussieht, oder? Was ich allerdings im Vergleich zum Originalposter, das quasi dasselbe Motiv bietet, sehr cool finde, ist, dass diese absolut großartige Einstellung hier unten ebenfalls noch in das Bild integriert wurde und obwohl das Mediabook Frontcover nicht den originalen Titelschriftzug, den wir dann später eben auch bei den Screenshots des Films sehen, enthält, wie eben das original dänische Poster, ist diese Art, wie hier quasi handschriftlich der Filmtitel auf das Cover gekrickelt wurde, ebenfalls sehr, sehr ansprechend und sehr, sehr gut gelungen. Ganz im Ernst, ich mag diesen
bösen Blick des Ringmaster. Ich mag die Tatsache, wie wir ihm mehr oder weniger über die Schulter schauen, wie er allerdings im Weggehen noch einmal seinen Kopf dreht und mit einem schiefen, schelmischen Blick und Grinser in unsere Richtung schaut. Das ist tatsächlich ein sehr atmosphärisches und sehr cooles Bild, das meiner Meinung nach eben nicht nur sehr gut gestaltet wurde hier für das Mediabook, sondern auch eine wirklich tolle Druckqualität aufweist. Außerdem bekommen wir rechts oben, wie gewohnt von der Pirolifu Uncut-Reihe, den Hinweis auf die Reihe. Aber den bekommen wir natürlich auch auf dem Spine, der so gestaltet ist, wie wir es von der Reihe gewohnt sind, mit eben dem Uncut-Label oben. Und man muss wirklich dazu sagen, ich habe momentan kein anderes Mediabook griffbereit, aber wenn man die alle nebeneinander aufstellt, dann sieht das im Regal wirklich absolut toll aus. Gerade eben für mich als Fan von einheitlichen Reihen. Wir bekommen dann auf dem Backcover einerseits ein paar Hinweise auf die Filmfestivals, auf denen der Film gezeigt bzw. wo er ausgezeichnet wurde. Wir bekommen die Inhaltsangabe zum Film, weitere ein sehr cooles Bild eigentlich, mit den Cast and Crew Angaben, den technischen Details rund um die DVD und die Blu-ray und auch die Informationen zum Bonusmaterial, das mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt. Da bekommen wir nämlich einerseits Interviews mit dem Regisseur, mit Anne Bergfeld und mit den Komponisten der Filmmusik, die sehr interessante Einblicke in die Produktion des Films ermöglichen. Wir bekommen außerdem noch ein 20-minütiges Special mit einem Q&A vom Filmfest in Berlin. Aber was für mich persönlich das informativste Special auf dieser Blu-ray war, ist definitiv der Audiokommentar mit dem Regisseur, der zwar nicht deutsch untertitelt wurde, aber mir persönlich einen sehr, sehr guten Einblick in die Produktion des Films gegeben hat. Rechts unten bekommen wir dann oberhalb vom EAN-Code, wie von Pirolifu gewohnt, unsere individuelle Limitierungsnummer von den insgesamt 3000 Stück, die von diesem Mediabook produziert wurden. Werfen wir jetzt einmal einen Blick ins Mediabook hinein und können an der Stelle einmal ganz kurz den Pirolifu Werbeflyer ansehen. Da bekommen wir auf der einen Seite einen schönen Überblick eigentlich über alle Filmplakate, die wir bis jetzt bei den Mediabooks dabei gehabt haben, beziehungsweise dann eben hier auf der Rückseite das wundervolle Mediabook-Regal von Pirolifu, wo wir eben alle 20 bis jetzt erschienenen Titel sehen. Interessant für diejenigen, die vielleicht einen davon nicht haben, bei den nicht freigegebenen Titeln handelt es sich um Race, Fight or Die, Silent Night, Let Us Pray, beziehungsweise dann den Film Puppet Master, Das tödlichste Reich, ach ja, und Daddy's Little Girl als Nummer 2, wo dann ein ähnlicher Titel als Nummer 21 kommt, aber eine wunderschöne Reihe. Außerdem können wir noch einmal einen Blick auf das beiliegende Filmplakat werfen. Auch hier übrigens gibt es wieder eine zufällige Auswahl von einzelnen Filmplakaten, die mit einem Originalautogramm daherkommen. Diese Mediabooks lassen sich von außen nicht erkennen, eine wunderschöne Überraschung. Ich persönlich hatte bereits zweimal das Glück, ein unterschriebenes Plakat zu bekommen. Aber wer weiß, vielleicht bist es dieses Mal ja du. Auch ein sehr schönes Motiv finde ich eben hier auf dem Plakat, das einfach als kostenlose Beilage bereits seit etlichen Veröffentlichungen diese Mediabooks aufwertet, können jetzt dann auf der linken Seite einmal die DVD vorfinden und dann auf der rechten Seite die Blu-ray. Und was mir persönlich am Disc-Design von Pirolifu in diesem Fall so gut gefällt, ist, dass sich beide Discs Elemente vom Frontcover-Motiv gegönnt haben, dass allerdings beide Discs mit unterschiedlichen Motiven ausgestattet wurden und meiner Meinung nach beide einfach nur absolut großartig aussehen. Wundervoll ist meiner Meinung nach auch dieses Innendesign, wo wir auf der linken Seite ein wirklich großartiges Bild von Anne Bergfeld finden, beziehungsweise dann eben hier auf der rechten Seite den Ringmaster, außerdem eben wirklich wundervoll, wie hier noch auf dem Front bzw. auf dem Backcover vom Booklet ebenfalls interessante Bilder abgedruckt wurden. Natürlich, nachdem es sich bei Finale um eine aktuelle Filmproduktion handelt, konnte man hier auf sehr gutes, hochwertiges Bildmaterial zurückgreifen. Auch hier beispielsweise gleich einmal auf der ersten Seite vom Booklet ein wirklich starkes Bild, das eben die psychischen Belastungen der Hauptdarstellerinnen sehr schön zeigt. Wir bekommen auf den ersten Seiten einen Text von Nando Rona, beziehungsweise dann in der zweiten Hälfte vom Booklet ein Interview,
dass Leonard Elias Lemke mit dem Regisseur des Films, mit Søren Juul Petersen geführt hat, wo man ebenfalls zusätzlich auch zum Interview, das auf der Blu-ray an sich enthalten ist, meiner Meinung nach einige sehr coole Einblicke hinter die Kulissen bzw. in die Produktion des Films bekommt und wie man es meiner Meinung nach von der Mediabook-Reihe von Pierrot Le Fou nicht anders gewohnt ist, ist das Mediabook von Finale ein wirklich wunderschön gestaltetes Ding, das mir sowohl von der äußeren Gestaltung als auch vom Booklet her wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und nachdem Finale eine Produktion aus dem Jahr 2018 ist, die jetzt eben 2020 dann auch ihren Weg in die deutschen Heimkinos findet, können wir eigentlich auch gleich einmal davon ausgehen, dass die Bildqualität der Blu-ray zufriedenstellend ist. Aber wir wären hier nicht bei Playzockers Blu-ray-Check, wenn wir von solchen Dingen einfach wirklich ausgehen würden. Deswegen möchte ich euch im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray-Check wie gewohnt einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer von Finale von Pierrot Le Fou direkt zeigen, weil sie wie gewohnt darauf hin, dass ich diese Bilder zwar alles selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Aber wir wären richtig gelegen, wären wir einfach davon ausgegangen, dass die Bildqualität von dem Film hervorragend ist. Ja, bei einer Filmproduktion aus dem Jahr 2018 wäre alles andere auch wirklich überraschend. Finale ist ein Film mit 100 Minuten Laufzeit, der auf der Blu-ray zwar nur 13 GB für sich beanspruchen kann, wo mir allerdings beim Anschauen des Films trotzdem keinerlei auffällige oder gar störende Kompressionsspuren entgegengeflogen sind. Wir bekommen einen grundsätzlich digital wirkenden Transfer, der sich allerdings eine sehr großartige Schärfe geleistet hat, der auch viele Details präsentiert, der uns mit zwar teilweise absichtlich zurückhaltenden, aber trotzdem immer natürlichen Farben konfrontiert. Wir bekommen einen sehr starken, sehr kräftigen Kontrast, was natürlich gerade in den Torture-Porn-Segmenten des Films ganz besonders wichtig ist, weil diese Elemente dann natürlich gelegentlich etwas dunkler gefilmt wurden, was allerdings hier der Atmosphäre des Films sehr zuträglich ist. Meiner Meinung nach ist es ein wunderschöner Transfer, der genauso ist, wie er das bei einem aktuellen Film sein sollte. Scharf, Farben froh, kontrastreich, rauscharm und gut komprimiert, sodass man hier mit der gebotenen Bildqualität auf dieser Blu-ray wirklich sehr zufrieden sein kann. Und ich weiß nicht, wie Pierrot Le Fou das macht, dass sie immer wieder Filme ausgraben, die mich persönlich positiv überraschen. Und Finale ist in diesem Fall keine Ausnahme. Ja, auf dem Papier steht grundsätzlich Torture Porn. Ein Genre, muss ich allerdings zugeben, dem ich ja generell nicht wirklich abgeneigt bin. Aber selbst wenn man sich eben genau das erwartet, was man vom Genre-Durchschnitt auch die meiste Zeit geliefert wird, kann man von Finale im Endeffekt positiv überrascht werden. Der Film fasziniert mit großartigen schauspielerischen Leistungen, mit einer coolen Inszenierung, mit einer coolen Hintergrundmusik, mit seiner nicht-linearen Erzählungsstil und bietet dadurch eine wirklich abwechslungsreiche, interessant zu sehende Handlung, wurde spannend inszeniert und kann auch mit der ein oder anderen wirklich fiesen Szene punkten. Ungeschnitten von der FSK, ab 18 Jahren freigegeben, erscheint der Film von Pierrot Le Fou jetzt als Nummer 20 der hauseigenen Uncut Mediabook-Reihe und für mich als großer Fan der Reihe, als großer Fan der wundervollen einheitlichen Gestaltung ist das definitiv ein Release, den ich Anfang Juni 2020 in meinem Sammelregal nicht missen möchte.